Hallo. Morgen, PB-Style. Lass uns auch heute wieder 100% geben. Ja, okay. Ich will aber in den Café und nicht weiter. Bitte keine Szene, bitte. Verdammt! Muy, muy misterioso. Ich frage mich, was wohl passiert ist. Wer weiß, aber wenn du mich fragst, war der Gute einfach nur übermüdet. Ay, caramba, wenn das mal nicht Conny und PB-Style sind. Perfekto, ihr kommt genau richtig. Chicos, habt ihr schon von dieser Sache mit Senior Kokmarda gehört? Konrektor Kokmarda? Nein, wieso? Angeblich hat man ihn heute Morgen bewusstlos in der Schule gefunden. Was, echt? Der Senior erinnert sich nur noch daran, dass er nass in der Schule Wache geschoben hat. Er muss dort etwas Fürchterliches gesehen haben und in Ohnmacht gefallen sein. Ei! Oh nein, etwas Fürchterliches? Naja, guck mal, da übertreibt gerne mal. Ich würde das nicht zu ernst nehmen. Er ist bestimmt einfach nur eingenickt und will es bloß nicht zugeben. Sieh, da hast du wahrscheinlich recht. An der Sache ist bestimmt nichts dran, nada. Endlich! Wir können in den Café gehen und die ganzen Sachen abholen. Hallo, Kangama. Ich habe gehört, du übernimmst jetzt Forschungsaufträge, wie? Da möchte ich dir ganz viel Erfolg wünschen. Dann wird hier bestimmt auch jede Menge Lohn für dich abgegeben. Pokémon hinterlassen hier nämlich ständig Lohn als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Wenn dir also in deiner Connect-Sphäre ein Pokémon-Lohn in Aussicht stellt, dann schau am besten gleich im Café vorbei, um ihn in Empfang zu nehmen. Willkommen im Pokémon-Café. Hör mal, da hat jemand Lohn für dich hinterlassen. Schau am besten gleich mal nach. Cool. Anziehung. Nice. Ja, ich nehm's einfach mal. Ah, es wird direkt in die Lagertruhe geschickt. Nice. Bitte sehr, dein Lohn. Bitte bäre uns bald wieder. Okay, cool. Nicer Dicer. Hier ist ein Auftrag? Ich will mich mit jemandem unterhalten. PB-Style hat sich angeregt mit Azumarill. Hat sich angeregt mit Azumarill unterhalten. Ah. Azumarill wirkte sehr glücklich. Ernsthaft, das war ein Auftrag? Das hat total viel Spaß gemacht. Lass uns das bald wieder mal wieder machen. Die Connect-Sphäre leuchtet hell auf. Nur weil ich mit jemandem geredet habe, dein Ernst? Jetzt habe ich Azumarill auch. Ein Feenwassertyp. Oh, nice. Oh, nice. Oh, sie hat eine ganz neue Richtung aufgeschlagen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr zu berichten. Azumarill hat nämlich anderen von dir erzählt. Ich hab jetzt Azumarill auch. Cool. Was mit Meryl? Meryl muss auch drin sein. Ach komm. Nein, kein Meryl. Das hat ja total Spaß gemacht. Okay. Ey, das ist wirklich komisch, was man hier alles machen kann. Das muss ich jetzt mal kurz überprüfen mit der Connexosphäre. Okay, da haben wir noch ein paar Aufträge. Boah, kann man etwas rauszoomen? Danke. Nein, danke, so will ich rausgezoomt haben. Okay, Marschollo, Dragoran haben wir dann bald auch noch. Wo ist... Ah, Yorklef. Ah, hier ist es. Nice, wir haben Azurill als verbundenes Pokémon und Azumarill auch. Scharniere als Auftrag? Was? Ach so, da kommt später noch irgendetwas dann dabei raus. Mit Blanas bin ich auch noch nicht verbunden? Lol. Wie kann ich mich verbinden? Wahrscheinlich brauchen die irgendwann mal einen Auftrag. So schaut das aus. So. Pachirisu steht ein Kreis. Okay. Okay. Aber warum ein Kreis? Ja, das schauen wir uns im nächsten Part wahrscheinlich an. Jetzt wollen wir natürlich schauen, was in der Schule passiert ist.
Dem Konrektor geht es soweit gut. Er ruht sich zurzeit zu Hause ein wenig aus. Ja, jetzt die Frage, wo ist sein Zuhause? Hey, da ist was... Hurra, ein Mini-Beleos haben gefunden. What? Seriously? Dann hätte ich das ja öfter machen sollen. Ich glaube, wir sollten mal nachts hierher kommen. Haha. Die Frage ist, wo wohnt Kuckmada? Ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Wirklich keine Ahnung. Conny kommt nicht mehr hinterher. Ah, jetzt doch. Aber wo wohnt der? Guck mal da. Professor Kuckmada. Oh, hier ist ein Spalt. Okay, nice. Kann es sein, dass das spukende Ding irgendwas mit... Ah, nein, da wollte ich nicht hin. Ach, da ist der Baum. Können wir da runtergehen? Das wäre jetzt interessant. Nein. Okay. Ob dieser Baum hier irgendwas mit dem Spukzeug zu tun hat? Wir wissen es noch nicht. Vielleicht finden wir es irgendwann mal heraus, was hier auf sich hat. Guck mal da. Guten Morgen, Pibi-Style, und guten Morgen, Conny. Ja, das ist schön, aber wir suchen Kuckmada, also get wrecked, Noobs. Hey, hier ist doch nirgends Kuckmada. Wo soll der wohnen? Oh, wir können auf dem Dach latschen. Nice. Hey, was sollen wir dann machen? Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt wirklich verwirrt. Gänzlich verwirrt, Leute. Oh. Also ich mag ihn, den Konrektor. Ich möchte auch am liebsten schön in die Schule dürfen. Keine Ahnung, ich wollte die Stimme schön rauchig haben. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, die Frage ist, wo wohnt der? Wahrscheinlich irgendwo weiter auswärts. Weiß eigentlich jemand, was unserem armen Konrektor zugestoßen ist? Nein! Deswegen suche ich es ja. So. Weg damit. Ups. Das auch. Danke. Das kann doch nicht sein. Neue Gebirgskette, da ist etwas. Auftrag E2. Ich habe einen Auftrag? Oh. Ja gut, dann nehmen wir einfach mal den Auftrag an, Leute. Ich weiß eh nicht, wo Kuckma da ist, also... Ja, warum nicht? Ah, Brutalanda. Ja, dann nehmen wir immer noch Filinara. Filinara ist immer noch super. Filinara ist immer super. Okay, gut. Ey, nicht dein Ernst, oder? Ey, das ist ja so schnell vorbei. Wir müssen hier Pachirisu finden. Boah, der Auftrag ging aber richtig schnell vorbei. Mini-Belebersamen, okay. Aber wisst ihr was? Ich benutze mal das Item. Und mein Angriffswert hat sich verbessert. Das ist super. Psystrahl. Glut. Oh. Glut. Danke. Ah, Säuselstimme. Brutal. Okay, nochmal. Danke. Oh, ein Unratytox. Nicer Dicer.
Aua, ich bin down mit einer Matschbombe? Nicht dein Ernst. Wie viel zum Teufel? Das kann doch nicht wahr sein. Mach den endlich K.O. Das gibt es doch nicht. Wie stark ist er? Ja, Mann. Na, endlich. Boah, der war richtig heftig. Leute, wir hätten fast verkackt. Okay, da setze ich einmal nur Jaula ein. Oh oh, ein Tarnheel. Nicht sehr effektiv, mein Freund. Komm, wir tauschen mal Plätze. Okay, er hat's geschafft. Ich will nicht nochmal Unratytox begegnen. Das war wirklich gruselig, Leute. Wir hätten fast verloren. Oh mein Gott, da ist noch einer. Nicht angreifen, nicht angreifen. Gut so. Der ist viel zu stark für uns. Da ist er ja. Hä? Oh nein. Oh Mann. Wir müssen noch einen... Hä? Ich hab ihn weggeschubst? Okay, Glut. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ach du Heilige. Nein, das ist nicht gut. Danke. Keiner kann sich mehr heilen. Das ist gar nicht gut. Und der verstärkt sich immer mehr. Ja, Heilblockade. Komm schon. Dann machen wir einfach das hier. Der ist richtig gereckt worden. Na endlich, Pachirisu. Boah, das war heftig. Ein Unratytox hier in dieser Gegend ist einfach krass drauf. Hurra, du hast Pachirisu gefunden. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Meine Backen standen vor Angst unter Strom. Ja, cool. Die Karte wurde erweitert. Nice. Ja, wir wollen den Dungeon verlassen. Auf jeden Fall. Mit Unratytox ist nicht zu spaßen. Für heute Schluss mit der Forschungsarbeit. Erledigte Aufträge? Ja. Ist mir klar. Nach Einbruch der Nacht. Oh, es geht weiter mit der Geschichte, Leute. Nein, wenn Ordoch was passiert und Porenta, da muss man ja aber das glauben. Und irgendetwas Auffälliges? Nein, alles wie immer. Puh, da bin ich aber beruhigt. Was mag Konrektor Kuckmada denn gestern nur zugestoßen sein? Was, wenn es tatsächlich Gespenster waren, Herr Direktor? Was? Gespenster? Was soll das etwa heißen, dass Sie noch nichts von den Gerüchten mitbekommen haben? Alle sprechen doch davon, dass es nachts in der Schule spuken soll. Was? Aber das ist ja bloß an den Haaren herbeigezogen, stimmt's? Verzeihen Sie, ich habe mir nur einen Scherz erlaubt. Da ist unmöglich etwas Wahres dran. Was? Ich wollte Ihnen nur einen Schrecken einjagen, bevor Sie sich auf Ihren Rundgang begeben. Haha, jetzt hab ich's. Verstanden, Sie sind wirklich ein Scherzkeks. Haha, Gespenster, völlig ausgeschlossen. Das sind doch bloß Ammenmärchen. Brenne! Nanu, haben Sie das gehört? Wie meinen? Haben Ihre Ohren Ihnen da vielleicht einen Streich gespielt? Das wird an der vorgerückten Stunde liegen, doch ich schaue sicherheitshalber einmal nach.
Seien Sie aber bitte vorsichtig. Das werde ich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Diesmal bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Hihihi. Herrn Porrentas angsterfülltes Gesicht war einfach zu drollig. Aber es ist nicht gut, dass sich ein Jux auf Kosten anderer zu machen. Herr Porrenta! Was ist passiert, Herr Porrenta? Er ist weg. Herr Porrenta? Herr Porrenta! Was zum... Herr Porrenta? Wo um alles in der Welt stecken Sie nur? Boah, diese Musik im Hintergrund, sie ist sehr creepy. Herr Porrenta! Herr Porrenta! Damn, das ist ja etwas krass. Am nächsten Morgen. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part und tut mir leid, dass ich den letzten Part einfach so beendet habe, ohne eine Verabschiedung. Es tut mir wirklich sehr leid, weil ich habe gedacht, das wird sehr kurz. Aber naja, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Tschüdelü, euer PB-Style. Bis zum nächsten Mal.